Hallo Leute, herzlich willkommen an meinem Kanal. Hallo! Äppelblumen, nein, das ist nichts. Okay. Ja, wir haben jetzt den ersten Schultag wieder nach den 6 Wochen Sommerferien. Also sagen wir Ponyferien. ja. Hallo! Sweetie Belle, geh! Oh, Entschuldigung. Oh. Ja, und wir hoffen sehr, dass euch das Video gefällt und dass ihr es positiv bewertet. Und ja, auf Kommentare, auf positive natürlich. Und ja, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß bei meinem Video. Und wir sind jetzt in der Schule gerade und Violet muss ihre Miene neu machen. Aber das sagt ihr bitte nicht, sonst kriege ich Ärger. Okay, dann wünsche ich euch noch viel, viel Spaß. Oh, Twilight, deine Miene. Was ist mit ihr? Was ist mit ihr? Was ist mit ihr? Was ist mit mir? Wir reden nicht über dich. Und du musst es wie ein richtiges Mädchen sagen. Du hörst dich an, als ob du doch immer ein Junge wärst nach deiner Verschönerung. Ja, aber ich war doch mal ein Junge. Nein, warst du nicht. Du warst mal ein Mädchen, die aussah wie ein Junge. Ach, echt? Ja. Wenn ihr diese Blume hier unten seht, das ist so. Die Deko, die kann man noch auswechseln. Oh, guck dir doch mal deine Miene an, Süße. Süße? Du hast mich noch nie genannt. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Vielleicht. Guck dir deine Miene an, Twilight. Oh, ja, stimmt. Entschuldigung. Ja, guck dir mal deine Miene an, Twilight. Sie steht richtig ab. Finde ich nicht. Guck mal in den Spiegel. Komm, aber wir haben nur noch ein paar Minuten Pause. Wir haben noch eine Stunde Pause. Ha, wann habt ihr denn angefangen? Vor noch nicht mal einer Minute? Oh, okay. Und wohin gehen wir? Folgt mir, du bist ja hier neu. Dann folgst du mir. Aber wohin gehen wir? Au, Entschuldigung. Geht's dir gut? Ja. Ha, wohin gehen die? Diesen Weg ist dann nur für Lehrer. Soll ich da lang gehen? Komm! Au! Entschuldigung! Ich glaube, wir sollten wirklich da lang gehen. Weil ich habe noch nie was gesehen außer das. Ja, dann gehen wir. Nein, ich habe aber Angst, dass sie mich sehen. Und ich kann das nicht. Ich gehe gleich. So in 10 Minuten gehe ich wieder dahin. Das wird ein Spaß. Wieso höre ich mich so böse an? Ich will nicht böse sein, ich will gut sein. Ach, egal. Findest du wirklich, dass meine Mähne zu lockig ist? Ja, guck mal meine an, die ist richtig schön glatt. Ja, aber wenn ich es nicht glatt haben möchte, ich mag meinen Pony sehr, der ist auch schön glatt. Oh, du musst mal deinen Schweif neu machen, wie mein Schweif, der ist doch schön. Meiner ist viel schöner. Und was sollen wir jetzt tun? Vielleicht gehen wir mal zu dem Verschönerungssalon. Verschönerungssalon? Verschönerungssalon? Davon habe ich ja noch nie was gehört. Hören wir weiter zu. Ups, hier. Ja, das ist ein Salon, da wird jedes Pony verschönert, egal was. Und du kennst ja noch Pinkie Pie, ne? Ja. Ihre Schwester ist hier, Pinkie Mina, die da hinten, die. Also sie da. Ja, aber sie hatte mal einen anderen Job. Ja, und weiter. Ja, sie hatte mal einen anderen Job, doch. Irgendwie wurde sie gekündigt und jetzt Pinkie Pie eingestellt. Deswegen ist jetzt hier Pinkie Mina am Arbeiten. Aha, aha. Ja, sollen wir mal da hingehen? Aber ich weiß nicht, deine Mähne ist immer noch zu streunig und mein Schweif ist zu crazy. Ja, da hast du recht, dann gehen wir später, okay? Ach Mann, wieso gehen die denn nicht jetzt? Hast du was gesagt? Nein. Und, ach toll, jetzt hast du den Tisch runtergeworfen. Das weiß ich nicht, klar warst du das. Wegen deinem Schweif.
Wirklich? Ja, wirklich. Ich glaube, wir müssen jetzt uns neue Fonds holen, wenn wir den schnell finden. Au! Mein Gott, du schmeißt die ganze Zeit unseren Tisch runter. Ach, dann gehen wir zu den Jungs. Findest du wirklich, Tennis ist besser als Fußball? Ich finde das nicht nur so, ich weiß es. Ich finde nicht zum Beispiel, dass Fußball besser ist als Basketball. Oh mein Gott, mein Auge. Aber ich finde es total. Ist es aber nicht. Verstehst du das denn nicht? Doch, aber wir haben jetzt schon seit 3 Wochen lang Fußball gespielt und kein Basketball. Das bedeutet... Und was bedeutet das? Dass Fußball schlechter ist als Basketball. Nein, das heißt, dass Fußball besser ist als Basketball. Verstehst du das nicht? Es reicht mir jetzt. Hey, so soll ich das noch nie erlebt. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich seine Founds. Nein, wo sind unsere Founds? Unser Found ist weg. Gehen wir mal zu den Jungs. Hey, welches Mädchen findest du heißer? Was laberst du da? Ich weiß, du bist mit Rarity zusammen. Aber mach du mal mit ihr Schluss. Weshalb? Findest du nicht Fluttershy viel süßer? Oder Twilight? Auf gar keinen Fall. Fluttershy ist vielleicht, im Pony ist ein bisschen süß, aber sonst gar nicht. Aha, findest du wirklich nicht? Ach, bist du etwa in sie verliebt oder was? Hat doch keiner erzählt. Woher weißt du das? Du bist in Fluttershy verliebt, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und wenn schon, was ist dein Problem dann mit Rainbow Blitz? Nix. Ja, und weshalb erzählst du das dann jetzt der ganzen Schule? Was erzählst du da für ein Müll? Ich hab's gar nicht der ganzen Schule erzählt. Und woher wissen es dann die ganzen Lehrer, Pinke Mina und sogar Rarity? Oh shit. Schnell im Unterricht. Oh, Miss Fuss ist immer hier. Hey, wohin gehst du denn? Wo sitze ich? Ups. Mist, schon wieder habe ich den Tisch untergeworfen. Und das sind die 2 Founds. Ja. Ups, sollten wir nicht jetzt schon lieber dahin gehen? Wir haben noch 10 Minuten Pause. Aber unsere Verschönerung dauert viel mehr als nur 10 Minuten Pause. Glaubst du? Ja. Warst du da schon mal? Ja, aber ich noch nie. Weil du neu bist, deswegen. Wirklich? Ach komm, wir gehen nach der 3. Stunde gehen wir dahin. Aber was, wenn er schon geschlossen hat? Er hat nicht geschlossen. Wirklich? Ja. Aber dafür, weißt du was? Was denn? Aber dafür kommen Twilight und Rarity zu spät. Was? Der Weg schon dahin dauert allein eine 1/2 Stunde. Und dann noch zurück. Und dann vorher wirst du noch für circa 20 Minuten fertig gemacht. Also das bei uns so mindestens 1 Minute. Okay, ich glaube, wir sollten mal in den Unterricht gehen. Okay. Kommst du? Warte. Warte, ich komme gleich. Okay. Komme. Hey, willst du nur mein Found haben? Was? Willst du dich mit mir anlegen? Ja. Ah! Er kreischt wie ein Baby. Wo sitze ich nochmal? Ach ja, hier. Oh, dann bin ich jetzt ja wohl die Einzige. Ja, dann gehen wir auch dahin, ne? Ah, es ist ein weiter Weg dahin. Hey, das war pink. Entschuldigung, Applejack. Applejack? Ich dachte, da sitzt, Sunny Grimmer. Nein. Oh, ja, dann tut's mir leid. Okay, wo ist denn Rarity und Twilight? Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen zu dem Unterricht.
Cupcakes. Hallo, pinke Mina. Hallo. Wie viel kostet denn ein Cupcake bei Ihnen? Ein Cupcake kostet bei uns 2 Pfund. Aber ich bin die Lehrerin. Kannst du das nicht billiger machen? Ungefähr für 0 Pfund? Auf gar keinen Fall. Wir brauchen Pfund. Ach komm schon, pinke Mina. Sie ist eine Lehrerin. Genau, ich bin eine Lehrerin. Ja, okay. Aber erst in der zweiten Pause. Ach, okay. Oh mein Gott, mein Kopf. Okay, tschüss. Guten Morgen, Schüler. Guten Morgen. Oh, bist du neu? Ja. Oh, das ist schön. Wir freuen uns immer über neue Schüler. Wo ist denn Twilight und Rarity? Wir dürfen das nicht sagen. Sie sind in einem Schminksalon. Was für ein Schminksalon? In einem Haarsalon. Haarsalon? Mitten in der Stunde? Mitten in der Stunde? Ja. Oh Mann, wir sollten das nicht sagen. Oh, Entschuldigung. Ja, und das war Teil 1. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Und ihr denkt, und ihr fragt euch bestimmt, wird Twilight rechtzeitig noch zum Schluss des Unterrichts kommen? Oder wird sie zu spät kommen mit Rarity? Das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und ich hoffe auf Abonnenten, positive Kommentare und positiven Like. Also einen Daumen nach oben, ding. Und wenn euch das Video irgendwas drin gefehlt hat, dann schreibt in den Kommentaren, was euch drin gefehlt hat. Und vielleicht kommt es dann auch im nächsten Video. Also es wird dann auf jeden Fall im nächsten Video kommen. Und es wird jetzt entweder noch Tab 2 geben erstmal oder eine Review. Okay, dann sehe ich euch das nächste Mal. Tschüss.